Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 11. Mai. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. 11.600 Punkte haben wir aktuell und wir steigen, beziehungsweise die Box 11.600 wird die erste Falle platziert. Gefahr herrscht hier, weil wir direkt beim Daily Pivot sind. Wir haben heute keinen Gap. Wir sehen es hier. Und wir blicken mal in die Vergangenheit. Blue Boxen gab es gestern keine kleinen. Pending Box ist jetzt gleich aufgeführt. So, die Vola Box. Blicken wir mal rauf, wo kommen die Vola-Boxen rein? 13.732, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Und wir gucken einmal MTX. MTX haben wir eine rote Sonne hier noch. Wenn wir ein rotes Signalpfeil bekommen, rote Kerze unterhalb des Daily Pivots, könnten wir eventuell einen Trade finden. Ansonsten gehen wir jetzt einmal in den Überblick und starten mit Bitcoin. Zickzacklinie, Daily Short auf Bitcoin, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 sind 4 plus minus 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist Dow Jones. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Long. 15 Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Öl, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und der letzte Markt ist DAX. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Das ist der kurze Überblick. Und wir haben eine Pending Box aktuell. Bei der Big Number 13.607 gehen wir long und 13.592 short. Wo sind unsere Zonen? So, hier einmal die Zielmarke. Zack. Und nach oben hin. Ups. Müsste das hier sein? Genau. Ups. Schaut mal hier. Absolut. Das ist die Arena und dann schauen wir mal, in welche Richtung der Markt läuft. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt dazugekommen sind.
im Eröffnungstrade, wir sind im zweiten Trade short. Eigentlich gehen wir auf angepasst. Es ist 8.54 Uhr. So, eine Minute noch bis zur Markteröffnung. Und Maurice, bist du im DAX? DAX, erster Trade short. Und Dow Jones, FTSE, hast du noch nichts? Also FTSE habe ich Big Number, aber immer noch nichts aktiviert. Ist noch nicht und ausgeführt. Dow habe ich gar nicht. Die Hedge-Auflösung 40 Punkte, so ist, machen wir das. 40 Punkte vor der, wenn die vom Eröffnungskurs von jetzt hier 40 Punkte entfernt ist, so ist das, Nils. Das wäre nach Regelwerk. Heute Abend ja auch nochmal Werbung. Udo ist heute wieder mit Teil 2. Und los geht's. Und ich bin im dritten Trade. Wo ist die Vola-Box? Da unten. Das sind die Hedge-Auflösungsboxen, wenn der Markt in die ein oder andere Richtung jetzt läuft. Daily Pivot hier bei 13,584. Gucken, ob wir hier den Sprung drüben schaffen. Dritter Trade. Wir sind jetzt im vierten Trade. Wir müssen jetzt unter dem Daily Pivot schließen. Wir sind also unter der Big Number. Und Kurs hält sich hier am Daily Pivot. Strichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. MTX sehen wir hier, rote Heikin Ashi Kerzen. So, Dow Jones geschlossen, ersten Trade. Dow Jones, Maurice hat Dow Jones geschlossen. Und dann noch ein Big Number. Und wir sind im vierten Trade short. Gestrichelte Linie zeichnet unser Gewinnziel an. Und wir sind jetzt auch mit unserem Eröffnungstrade in Trade Nummer 4. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Der Trade ist jetzt eben im Gewinn gelaufen. Wir machen das ein bisschen größer hier. So, jetzt kommen wir, dass wir unterhalb des Daily Pivot schließen. Vierter Trade.